Frauen sind noch immer zum Teil nicht bereit oder auch in der Lage, sich mit Volldampf auf die Chefetagen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zuzubewegen. Sie sind zuweilen nicht bereit, das für sich einzufordern, was Männer für das eigene Geschlecht als vollkommen selbstverständlich betrachten. Sie sind noch immer nicht bereit, die gleiche Bezahlung zum Beispiel für die gleiche Arbeit zu verlangen. Wer heute als Frau nicht mehr bereit ist zu sagen, hier stimmt etwas nicht bei uns, der darf sich nicht wundern, wenn alles bleibt, wie es ist. Wenn Sie sich überlegen, dass wir 42 Landräte haben, da ist keine einzige Frau. Ja? Und da muss durch eine Quote einfach ein Schritt möglich werden, der sagt, so, jetzt kommen hier Frauen, es werden keine Überflutungen sein, bei 18% CSU-Frauen in der Mitgliedschaft ist es auch schwierig, wo nehmen wir die her? Ja, die kann man ja nicht herzaubern, das muss auch eine Entwicklung natürlich sein, dass man Frauen motiviert. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass es ganz viele Situationen gibt, wo ausrangierte Frauenpuppen sozusagen als Andenken verkauft werden. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass die ganz seltsame Ausdrücke haben und dass die wie erfroren in einem Zeitmoment wirken. Und das ist das, was ich an einer Stelle in meiner Rede gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass unser Ansatz für die Debatte über Frauen in der Gesellschaft, über Gleichberechtigung an vielen Stellen gefroren ist und dass wir ihn aufbrechen müssen und sozusagen da eine andere Form der Belebung reinbringen. Und deshalb habe ich die Bilder genommen, weil ich das nicht mit Text überfluten wollte hier. Für mich war das wichtig, Teil dieses Kongresses zu sein und hier zu sprechen, weil das Thema mir sehr wichtig ist. Und ich sage im Moment eigentlich alles ab, was an externen Anfragen kommt, und habe hier bewusst aus dem Grund zugesagt, weil ich gerne mich zu diesem Thema öffentlich äußern möchte.